12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Kaffee oder Tee, Frank? Es ist das Premium-Bier mit Premium. 5,0% Alkohol, Black Label. Nennen wir es Black Label. Das funktioniert auch bei Johnny Walker ganz wunderbar. Genau. Ich habe hier noch. Ist ja da auch das Bessere. Ich habe hier noch einen Kaffee reingereicht bekommen von meiner reizvollen Assistentin. Und ich habe noch eine Clubmatte stehen. Der Koffeinpegel ist gesichert, aber jetzt hat sich mein Pad verabschiedet. Das ist nicht so gut. Ja, ist aber nicht so schlimm, weil wir haben zwei Computer hier am Start, genau. Weil wir sitzen auch nebeneinander. Das ist ja das Tolle hier am Kongress. Genau, denn wir sind auf dem 34C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig am 28. Dezember 2017. Und wir haben uns gedacht, wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit hier am Sendetisch. Machen wir doch mal so einen kleinen Jahresrückblick. Es ist Ende des Jahres und wir sind so ein bisschen in nostalgischer Stimmung. Und wir wollen jetzt einfach mal vielleicht nicht so Aktuelles besprechen, sondern einfach zurückschauen, was ja das letzte Jahr so passiert ist. Genau genommen sind wir in etwas gestresster, aber dennoch nostalgischer Stimmung, weil es gibt ja echt viel zu tun und viel zu sehen und viel zu machen und ihr hört es ja auch im Hintergrund, es ist einiges an Gewusel hier los. Ja. Wollen wir mal im Januar anfangen? Wir können entweder im Januar anfangen oder wir können im Dezember anfangen und uns einfach von hinten durcharbeiten, was sonst ja niemand macht. Da hast du eigentlich recht. Okay, fangen wir hinten an. Ich würde gerne mal über Russland reden, weil da gab es ja diesen besagten Meteo-M-Start. Oder heißt der Meteor oder Meteo? Meteo ist Meteo. Das. Genau, Meteo-M, wo ja die Fregattstufe abgestürzt ist. Das hatten wir in der letzten Folge auch besprochen. Da hat die Fregattstufe, also die Lagesensoren der Fregattstufe waren nicht auf den Azimut von Vostochny eingestellt, weil die sonst immer aus niedrigeren Breitengraden gestartet werden. Ich glaube ab und zu auch mal von Plesetsk, was dann höher wäre. Jedenfalls nicht von dort. Genau, und deswegen war der Lagesensor etwas verwirrt, weil er nämlich auch noch auf Baikonur eingestellt war. Das kam mir ziemlich raus, dass man vergessen hatte, die Lagesensoren von Baikonur auf Vostochny einzustellen. Deswegen meinte die Fregatte irgendwann im Flug, ja, ich bin ja falsch rum, dann drehe ich doch einfach mal um. Aber sie war gar nicht falsch rum und flog dann in die entgegengesetzte Richtung. Es ist halt ein Problem, wenn man eine Raketenstufe nach einem Schiffstypen benennt. Irgendwann bekommen die dann Sehnsucht nach dem Meer und fliegen dahin. War das über Meer? Ist das nicht auch über Land gewesen? Oder ist was noch okay. Nee, ich meine, die ist ja ins Meer, in den Nordatlantik hineingestürzt. Und als Fregatte, naja. Ja, genau. Fregatten wollen ins Meer, ist doch ganz klar. Ja, also, Fregattstufe ist abgestürzt, das ist das. Dann war ja jetzt auch noch der Start des Angosat. Genau, für Angola, die ehemalige portugiesische Kolonie. Und da hatten sie kurzzeitig Kontakt tatsächlich auch verloren, aber anscheinend haben sie den Kontakt jetzt wieder hergestellt. Ja, jedenfalls sehr schön zu wissen, dass die Zenit-Rakete auch erfolgreich fliegen kann. Lag ja dann nicht an der Rakete, es lag ja dann am Satelliten. Jo. Es war der erste angolische, nennt man das so, angolische Satellit. Und in der USA, die gehen jetzt wieder zurück zur Atomkraft. Ja, weil, hatten wir bei der letzten Ausgabe, so lange ist noch nicht her, es gibt ein, halt diesen Reaktorkonzept des Kilopower-Reaktors, der jetzt gerade getestet wird. Ich habe mich nicht nochmal informiert, wie die Tests fortgeschritten sind. Unter anderem deshalb, weil ich für diesen Kongress einen Talk vorbereitet habe, über Kernkraft im Weltraum und ich werde euch einen passenden Link auf YouTube schicken von einem derzeit noch ungelisteten Video. Vielleicht ersetze ich das auch irgendwann mal noch durch eine geschnittene Fassung. Dann könnt ihr euch das mal angucken, was ich da fabriziert habe. Allerdings ist der auf Englisch. Ja, aber ich finde es trotzdem sehr gut verständlich. Genau, und was jetzt quasi heute vor ein paar Stunden passiert ist, die Falcon Heavy wurde aufgerichtet.
Ja. Steht. Ja. Was erected on the pad. Wie man auf Englisch so schön sagt. Und ja, was sollen wir sagen? Ja, ansonsten, was war noch im Dezember alles los? Die New Shepard ist geflogen im Dezember. Die Voyager 1 Rakete, die hat ihre Triebwerke gezündet. Du meinst wohl die Voyager 1 Sonde? Ja, Voyager 1 Rakete. Yay! Ich rede zu viel von Raketen, ich merke schon. Ja, willst du weitererzählen? Ja, also diese Triebwerke waren eine ganze Zeit lang nicht in Betrieb gewesen, weil die Voyager-Sonden waren ja im Wesentlichen dafür gedacht, dass sie mal an ein paar Planeten näher dran vorbeifliegen und davon Bilder machen mit ihren Bidicon-Filmkameras. Schöne alte Röhrentechnik. Und dann jeweils Manöver fliegen, Slingshot-Manöver, um etwas schneller unterwegs zu sein. Und dafür brauchten sie etwas stärkere Triebwerke und ansonsten hatten sie halt diese Lageregelungstriebwerke. Allerdings gab es jetzt das Problem und hast du das noch genau im Kopf, was das genaue Problem war? Die Lageregelungstriebwerke brauchen etwas, denen ging der Treibstoff aus. Genau, das war das Problem. Genau, denen ging der Treibstoff aus. Und das Problem bei den Triebwerken, die sie jetzt benutzen, zur Lageregelung ist, dass die beheizt werden müssen. Die müssen beheizt werden und sie sind halt deutlich schubstärker. Die mussten erstmal ausprobieren, ob die überhaupt so kurze und schwache Impulse von sich geben konnten, dass die für die Lageregelung überhaupt gut geeignet sind. Man hat aber schnell festgestellt, jupp, klappt. Ja, aber man kann die auch nicht ewig benutzen, weil die Voyager 1 hat ja eine Radioisotopenbatterie an Bord, die nicht mehr die stärkste ist, die nicht mehr die hellste Birne im radioaktiven Lampenladen ist. Genau. Und deswegen kann man diese Triebwerke nur eine begrenzte Zeit beheizen und muss sie dann wieder ausstellen. Und man wird dann irgendwann wieder zurück zu den alten Lageregelungs Triebwerken gehen, bis sie dann auch leer sind und irgendwann wird man halt die Voyager 1 nicht mehr betreiben können. Aber man geht jetzt davon aus, dass man bis 2025 noch Kontakt zu ihr haben wird und dann wird sie irgendwann mal tot sein. Genau. Durch diese Möglichkeit wurde die Betriebszeit jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert. Immerhin. Jedes bisschen hilft. Leider ist es ja so, dass derzeit niemand plant, weitere Sonden so weit rauszuschicken. Gut, New Horizons ist unterwegs, ist aber, soweit ich weiß, etwas langsamer. Ja, aber... Und wird die nie einholen. Ich glaube auch nicht, dass... Also es ist auch keine so eine Deep Space Mission noch geplant. Ja, ich hege da gewisse Hoffnungen, dass die Reaktorentwicklung dann irgendwann dazu führt, dass man halt entsprechend viel Leistung zur Verfügung hat, um halt Deep Space Missionen wirklich ernsthaft Deep Space anzugehen und sehr weit rauszuschicken. Ja, wahrscheinlich dann mit Ionentriebwerken. Ja, mit Ionentriebwerken, die halt von den Kernreaktoren dann versorgt werden mit Energie. Kernkraft und Ionen, das ist die Zukunft. Ja, definitiv. Ich würde doch jetzt gerne wieder zurück zum Januar gehen. Ich finde so ein Jahresrückblick, der muss schon ein bisschen chronologisch sein. Ich gebe noch ganz kurz ein, was wer sich jetzt hinsetzt und ausrechnet, okay, Voyager 1 ist jetzt ein bisschen mehr als 40 Jahre alt. Eigentlich dürfte doch diese Radioisotopenbatterie höchstens 30% der Leistung verloren haben. Wenn man dann auf Wikipedia nachguckt, dann ist es mehr als die Hälfte, die sich schon verloren hat. Wie kann das sein? Weil Halbwertszeit sind 88 Jahre. Das liegt einfach daran, dass diese thermoelektrischen Elemente, die mit dem Seebeck-Effekt den Strom erzeugen, die gehen mit der Zeit auch kaputt. Und das ist so ein Effekt, der ungefähr genauso stark ist wie der langsame Verfall der radioaktiven Elemente in der Batterie. Und ja, dadurch verliert das ganze Ding insgesamt noch schneller an Leistung, als man so meinen sollte. Fangen wir mal im Januar an, doch jetzt. Genau. Da hast du reingeschrieben, 14. Januar, Neustart für SpaceX. Wieso denn Neustart? Wieso wurde denn SpaceX runtergefahren? Ja, weil ja im September eine Rakete, ein Falcon 9 September Rakete, 2016, das muss ja jetzt dazu 2016, sagen. Ja. Auf dem Pad stand mit dem israelischen Amos-6 Satelliten an Bord.
und einen Triebwerkstest hatte, der zu dem es nie kam. Weil schon beim Betanken eine der Helium-Druckflaschen, die auch betankt wurden, weil man halt alles testen wollte, geplatzt ist und die Rakete formschön auseinanderflog. Wie ich immer so schön zu sagen pflege. War ein schöner Feuerball, war recht warm, es hat das ganze Pad zerstört, es hat die Rakete zerstört. SpaceX musste zusehen, dass sie den Fehler finden, korrigieren, dass eine Alternative zum Start von Raketen finden. Und zum Glück hatten die ja damals schon das Launchpad 39, den Launchkomplex 39A vom Space Shuttle erworben und angefangen umzubauen. Haben die das gekauft oder nur gepachtet? Ich glaube gepachtet, aber das ist auch irgendwie mit Einmalzahlungen und sowas verbunden, glaube ich. Ich meine, die ganzen Anlagen müssen ja auch irgendwie abgebaut und umgebaut und bla werden. Also das ist halt auf jeden Fall ein langfristiges Commitment irgendwo. Ja. Und eine langfristige Verpflichtung. Früher haben ja die Leute einfach Latein gesprochen, ohne irgendwas zu übersetzen. Dann kam Französisch, heute ist es Englisch. Ich will nicht so klingen wie die damals. Ja, und dann haben sie das zweite Pad in Betrieb genommen und erst am 14. Januar dieses Jahr haben sie es wieder geschafft, eine neue Rakete zu starten. Genau, und die Reparatur von dem kaputten Pad hat ja dann noch bis Ende diesen Sommers gedauert. Genau, inzwischen ist die erste Rakete wieder geflogen, irgendwann im Herbst, im Spätherbst. Ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber ich glaube, es war im November. Und seitdem hat SpaceX wieder drei Launchpads und erstaunlicherweise, trotz des fehlenden Pads, hat es SpaceX geschafft, 18 Raketen von geplanten 20 Raketen zu starten, was durchaus erstaunlich ist. Ja, SpaceX hat tatsächlich ein sehr beeindruckendes Jahr. Sie haben ja nur ein Triebwerk verloren, aber das war auf dem Teststand. Ja. Der Rest hat alles mehr oder weniger funktioniert. Sie mussten ja den Zuma-Launch, diese supergeheime Nutzlast, von dem man noch nicht mal weiß, was es überhaupt ist. Wir wissen nur, dass sie von Lockheed Martin kommt. Genau. Mussten sie ja ins nächste Jahr verschieben, weil sie da Probleme mit der Nutzlastverkleidung hatten. Genau. Aber alles andere hat, sofern es gestartet wurde, tadelfrei funktioniert. Auch alle Landungen sind gut gegangen, was man jetzt schon so als Selbstverständlichkeit hinstellt. Aber noch im letzten Jahr war das eine experimentelle Landung und jetzt setzt man das so voraus, dass sie das hinkriegen. Ja, die letzte Landung haben sie jetzt sogar weggelassen. Ja, aber das waren ja diese Dezember. Großen Iridium-Satelliten, die sind halt... Nee, die hätten sie ganz problemlos landen können. Ach so, ja, aber... Wurde kurz vorher abgesagt, die Landung. Wahrscheinlich einfach zu viel Aufwand, weil es war noch eine Block 3 Rakete. Ach so, aktuell haben sie ja Block 4 und wahrscheinlich haben sie dann gesagt, okay, das Ding können wir jetzt. Wir wollen uns jetzt nicht unser gutes Jahr versauen mit einer alten Block 3 Rakete. Ja, einfach, ich weiß nicht, wie viel Platz sie dort haben. Das ist schon mal ein Problem. Das zweite ist halt letztendlich alte Technik und es muss sehr viel Aufwand betrieben werden, um das wieder herzurichten. Brauchen ungefähr ein halbes Jahr. Und wahrscheinlich hat man dann gesagt, okay, lassen wir das sein. Da brauchen wir auch uns nicht um das Schiff zu kümmern. Wir haben einfach insgesamt viel weniger Aufwand, viel weniger Kosten. Ist schon irgendwo sinnvoll, das so oder so ähnlich zu machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, dieses Jahr wurde ja auch bekannt gegeben, dass sich der Red Dragon, also die Mars-Mission von SpaceX, um 2 Jahre verschieben wird. Red Dragon, wurde die nicht ganz gestrichen? Ja, es wurde die Powered Landing wurde gestrichen. Ja, aber halt alles. Also so wie ich das verstanden hatte, wurde Red Dragon damit letztens komplett gestrichen. Also ich habe noch eine Meldung, dass es auf 2020 verschoben wurde. Okay, dann müssen wir das fürs nächste Jahr aufheben. Genau, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Gucken, wo der rote Drachen bleibt. Wir gehen wieder zurück in Januar und da ist ja auch Eugene Cernan verstorben. Ja, der letzte Mensch auf dem Mond. Der vorletzte Mensch auf dem Mond bis jetzt, der war ja jetzt noch bei der Vorstellung der neuen NASA-Pläne von Trump. Wie heißt denn der? Oh, frag mich nicht, wie hieß der? Apollo 17 war das, oder? Ja, das war Apollo 17, der andere. Hatte einen sehr deutschen Namen. Harrison Schmidt. Genau, Schmidt.
Ja, ist ja nicht verwunderlich bei Amerikanern. Ja, der stand halt dann dort und im Prinzip war der wirklich bloß wie so ein Maskottchen. Ja, Maskottchen, genau. Nennen wir es Maskottchen. Genau. Etwas schade, etwas traurige Rolle, die er dort gespielt hat. Über Eugene Cernan gibt es auf Netflix eine ganz nette Dokumentation. Ich muss mal kurz nachschauen, wie die heißt. The Last Man on the Moon, also passenderweise. Weil Eugene Cernan, der ist ja dann, glaube ich, Kuhzüchter geworden. Der hat auf so einer Ranch gelebt, irgendwo da im amerikanischen Hinterland und hat da, glaube ich, so Longhorns gezüchtet. Ja, ich meine, der Bad Astronomer, der züchtet ja auch Ziegen. Das ist durchaus ein ehrenwertes Unterfangen. Ne? Genau. Scheint ein beliebtes Hobby in der Raumfahrt zu sein, irgendwann rauszugehen und Tiere zu züchten. Ja. Kommen wir mal zur... Nehmen wir Kaninchen oder... Natürlich, oder wir züchten Quokkas. Quokkas, genau. Das genau, machen zusammen wir. Mit dem Fischblock. Ein anderes Thema, Galileo-Uhren. Also es gibt ja das Galileo-Navigationssystem, was sozusagen die europäische Variante des GPS-Systems sein soll, wenn es dann mal fertig aufgebaut ist. Ja. Und da wurde dann Anfang Januar beim sogenannten Press Breakfast, was so eine Jahresveranstaltung der ESA ist, wo der Jan Werner so eine allgemein gehaltene Pressekonferenz gibt, wurde bekannt gegeben, überraschenderweise, dass die Atomuhren auf den Galileo-Satelliten, also auf einige, nicht alle, aber einige Atomuhren auf den Galileo-Satelliten Fehlfunktionen haben. Ja, und wie sich dann noch später herausstellte, waren die nicht die einzigen, weil die Firma, die diese Uhren geliefert hat, hat nicht nur die ESA beliefert, sondern auch die indischen Navigationssatelliten und die chinesischen Navigationssatelliten. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja. Es war die gleiche Firma, alle aus der Schweiz. Und die hatten alle ihre Probleme damit gehabt. Gerüchteweise wurde uns zugetragen, dass man durchaus zumindest einen Teil dieser Fehler hätte beheben können, beziehungsweise dass ein Teil der Fehler sich schon abgezeichnet hatte, bevor einige dieser Satelliten gestartet wurden. Ja, also die ESA hat sich dort echt nicht mit Ruhm bekleckert. Naja, das ist, muss man aber kurz auseinanderhalten. Ja. Ich habe ja zu dem Thema auch hier auf dem Kongress ein sogenanntes Hintergrundgespräch führen können. Genau. Da hieß es, dass dieses Problem mit den Atomuhren schon seit dem Januar schon ein Jahr bekannt gewesen sei. Ja. Dass es vorher nicht bekannt war, dass Jan Werner das auf dieser Pressekonferenz öffentlich bekannt gibt, weil das Problem war als vertraulich eingestuft worden. Aha, okay. Und die Galileo-Satelliten werden ja auch gar nicht mehr von der ESA betrieben. Die gehören ja, also von den Besitzverhältnissen gehören die ja der Europäischen Kommission und werden dann von so einer Betreiberfirma betrieben. Und die Betreiberfirma betreibt Sachen. Erstaunlicherweise. Eigentlich hätte Jan Werner nicht so wirklich die Befugnis gehabt, das öffentlich bekannt zu geben. Und da muss es anscheinend auch ein bisschen Ärger gegeben haben im Nachhinein, dass er das, weil niemand von der Firma wusste das. Ah, okay. Dass er das jetzt sagen wird. Die waren nicht darauf vorbereitet, dass sie jetzt mit Anfragen bombardiert werden. Ja, auf jeden Fall Lob von meiner Seite an Jan Werner, dass er das öffentlich gemacht hat dann. Wahrscheinlich war das so eine Sache von Jan Werner, wusste nicht, dass er nicht drüber reden darf oder so. Kann sein, es kann auch sein, dass er wusste, dass er nicht drüber reden durfte. Trotzdem getan hat. Ja. Ist auf jeden Fall im Sinne einer transparenten Öffentlichkeitsarbeit und damit durchaus zu begrüßen. Da bin ich doch sehr zufrieden damit. Genau. Kann aus der ESA ja doch noch was werden. diese kleine ESA, die kann vielleicht doch mal noch was schaffen. Hä? Ja, auch wenn sie nicht auf dem Mars landen kann, vielleicht kann sie dann doch Öffentlichkeitsarbeit leisten. Aber Öffentlichkeitsarbeit bei der ESA ist ja total top. Da sind ja nur die besten Leute dabei, die vielleicht auch diesen Podcast hören, deswegen sind es die besten Leute. Genau. Gehen wir mal in den Februar. Da haben wir TRAPPIST-1. Das ist die Folge wahrscheinlich mit dem liebsten Folgentitel, wo wir drüber geredet haben, nämlich Bonus Science vom Bierplaneten.
weil Trappisten, also stimmt. Es gibt ja die Trappisten, das ist ja ein Mönchsorden, die ja ein hervorragendes Bier brauen. Ein belgischer Mönchsorden, genau. Und das belgisches Bier brauen, das unglaublich teuer verkauft wird teilweise. Also ich hatte dann irgendwann eine Flasche für 70 Euro oder so gefunden, also teurer als die meisten Weine, die man so findet. Genau, und es gibt auch ein Radioteleskop, was Trappist heißt. Und das war auf der Suche nach Exoplaneten und hat da tatsächlich auch ein ganzes Sonnensystem voller Exoplaneten gefunden, was sich Trappist-1 jetzt nennt. Ich glaube, das war kein Radioteleskop, das war irgendein klassisches optisches. Ach da, okay, gut. Glaube ich. Ja, ich hatte erwartet, dass irgendwie Radioteleskop ist bei so einer Entfernung. Und das war irgendwie ein ganz großes Ding. Natürlich macht die NASA dann immer einen riesen Aufwasch bei solchen Entdeckungen. Und es wurden dann auch gleich Rendergrafiken angefertigt, wie diese Planeten aussehen könnten. Aber man hat dann im Grunde aus 3 Pixeln eine ganze Landschaft generiert. Genau. Und ganze Videos, Animationen mit Steinen und genau, hier, alles. NASA VR on the surface of Planet TRAPPIST-1D 360-Grad-View. Muss ich im Klaren sein, das haben die sich alles ausgedacht. Die wissen nicht, wie diese Planeten aussehen. Das sind drei. Die wissen, wie groß sie sind. Also dieses TRAPPIST-Teleskop ist ein kleines 60-Zentimeter-Teleskop. Okay. Davon gibt es eins in Europa, irgendwie eins in Europa und eins in Chile. Damit beobachten die halt. Und das war das erste Mal, dass diese Trappist-Teleskope neue Satelliten gefunden haben, neue Planeten gefunden haben. Deshalb auch die Bezeichnung TRAPPIST-1. Und das wurde dann später noch durch das Spitzer-Weltraumteleskop bestätigt. Und am Ende fand man heraus, hey, das ist ein ganzes Sonnensystem, so mit 8 Planeten, die ziemlich eng aneinander sind. Ich meine, der Anblick des Sonnensystems muss tatsächlich sehr spektakulär sein, einfach weil man genau weiß, wie groß diese Planeten sind, vom Durchmesser her, wie nah die aneinander sind. Und das heißt einfach, man kann unter günstigen Voraussetzungen diese Planeten mit bloßem Auge so sehen, wie wir den Mond sehen. Also voneinander, jetzt nicht von der Erde aus. Ja, natürlich, also voneinander natürlich. Ja. Also wenn man auf Trappist 3, glaube ich, steht, dann kann man Trappist 4 wirklich so groß wie den Mond sehen. Ich glaube, das sind ja Trappist 1, A, B, C, D, E. Ja, was weiß ich. Also jedenfalls, wenn man auf dem zweiten oder dritten Planeten steht und sich die anderen anguckt, dann sind die ungefähr so groß wie unser Mond. Mhm. Und das ist schon geil. Das ist so spannend, ja. Ja, trotzdem, also naja. Ja, also das war die große Exoplanetenankündigung. Man ist ja so ein bisschen exoplanetenmüde geworden, habe ich das Gefühl, weil es werden ständig Exoplaneten entdeckt und die NASA versucht das immer möglichst groß auszuschlachten, weil sie natürlich Geld dafür haben wollen, was ja auch wirklich also gut ist, aber es ist mittlerweile so, ja komm, hier katalogisieren und dann nächstes. Ja, vor allen Dingen die NASA ist sehr schnell dabei, sämtliche Entdeckungen für sich zu beanspruchen und die Rolle aller anderen Weltraumorganisationen möglichst nach hinten zu drücken, obwohl die eigentlich eine sehr große Rolle gespielt haben. Ja, genau. Das wurde, glaube ich, auch dann auch noch kritisiert. Ja. Insgesamt gab es ja dieses Jahr eine ganze Menge in der Astronomie, auch an neuen Entdeckungen, an neuen Körpern und so weiter. Da werden wir noch später drauf kommen. Also da gibt es dann einen Monat, wo alles Mögliche war. Wo waren wir denn noch? Indien hat einen neuen Rekord aufgestellt in der Raumfahrt. 104 Satelliten mit einmal ausgesetzt. Genau. 88 davon ausgesetzt für Planet Labs oder Planet, wie sie sich jetzt nennen. Die DARF-Satelliten. Ich hatte ja ein langes Interview geführt mit einem der Gründer, glaube ich. Was echt toll ist. Die sitzen halt, die haben eine Außenstelle in Berlin und der ist da mal vorbeigeschaut und wurde halt an die Golem-Redaktion herangetragen und so ergab sich das und das war toll. Also das war eines der Highlights in diesem Jahr, dieses Interview zu führen. Neuer Rekord und macht einen Großteil von deren Flotte aus, die Satelliten, die da hoch. Wie viele Satelliten hat jetzt Planet Labs im Orbit?
Als ich nachgefragt, ich hatte ja eine Mail geschrieben, ja, da müsste ich die Techniker fragen, meinte es. Müssen wir erstmal nachzählen. Genau, weil ja, einige von denen sind in relativ niedrigen Orbits, gerade die von der ISS testweise ausgesetzt wurden und die haben dann eine begrenzte Lebensdauer und das ist dann immer eine Frage, ja, hat er sich jetzt eine Woche länger gehalten oder nicht? Und es ist dann tatsächlich so, dass man die Techniker fragen muss, wie viel haben wir denn jetzt gerade noch im Orbit? Aber das sind nochmal völlig neue Zustände, oder? Ja. Und es wird auch nur mehr werden. Also ich denke, dass dieser Rekord in den nächsten Jahren schon noch öfters eingestellt wird dann. Ja. Genau. Dann im Februar noch eine sehr lustige Ankündigung. SpaceX hat angegeben, dass sie zwei Personen unter Vertrag genommen haben, beziehungsweise diese Person bei ihnen angeheuert haben, als Touristen, die einmal um den Mond fliegen wollen. Genau. Und man hat davon nicht mehr viel gehört seitdem. Genau. Und das soll nächstes Jahr schon passieren. Das ja, frühestens letzten Endes, ne? Ja, ich denke mal, sie wollen das zum 50-Jahre-Jubiläum von Apollo 8 ja. An Weihnachten machen. Man weiß auch noch nicht, wer diese zwei Personen sind. Und man hat jetzt auch, glaube ich, seit einem halben, dreiviertel Jahr nichts gehört. Ja, es hieß auf jeden Fall, dass erstmal die Entwicklung des Crew-Transporters für die ISS, dass das erstmal Vorrang genau. hat. Logisch. Das soll ja. Und die Falcon Heavy, die dafür absolut notwendig ist, muss natürlich auch erstmal fertig entwickelt sein. Muss ein paar Mal geflogen sein, aber erfolgreich geflogen sein. Sie hören, eine Matheflasche wurde umgestoßen. Da wird hier immer applaudiert, ja. Ja, ja, ja. Aber du hast mich jetzt rausgebracht. Ach ja, die muss getestet werden, die Falcon Heavy. Und dann muss sie man-rated sein. Das braucht wohl etwas. Also ich glaube, Ende 2018 wäre noch etwas voreilig. Wir sind nicht mehr in den 60er Jahren, wo Rennen in den Weltraum galt. Es gibt keinen Go-Fever. Ja, also... Man geht diese Risiken, die man damals eingegangen, als selbstverständlich eingegangen ist, heutzutage nicht mehr ein. Was, glaube ich, auch ja, also hoffentlich erstmal so bleibt, zumindest, dass man nicht mehr in dieser Zeit zurückkehrt. Ja. Kommen wir in den März, da haben wir ein persönlich für uns wichtiges Ereignis gehabt. Sentinel-2Go. Der Start von Sentinel-2B, wo wir ja eingeladen waren, das live im European Space Operations Center, dem ESOC in Darmstadt, mitzuverfolgen mit vielen anderen Twitter-Space-Nerds. Und das war für uns ein schönes Ereignis. Der Start war ja mitten in der Nacht, so zwischen 2 und 3. Ja. Und man kam dann abends um 18 Uhr an und dann gab es irgendwie Abendessen und Führung und irgendwie Vortagsprogramm und man saß dann mit anderen Leuten rum. Man hat wirklich Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Genau. Das war wirklich toll. Also das war, ja. Genau. Und ich ärgere mich, im Nachhinein habe ich mich etwas geärgert, dass ich es nicht selbst bezahlt habe, weil so hatte ich den ganzen Stress, dass ich noch einen Artikel für Golem schreiben musste. Und das war tatsächlich der am wenigsten gelesene Artikel von mir in diesem ganzen Jahr. Aber wurde ja wahrscheinlich gleich viel bezahlt. Wurde mir gleich viel bezahlt. Es gab da auch keine schlechten Gefühle in der Redaktion irgendwie. Noch wird nicht nach Klicks abgerechnet. Nee, wird nicht danach abgerechnet und also, ja, muss man auch einfach der Redaktion irgendwo ein Lob aussprechen, dass es da keinen Stunk gibt oder so. Das ist einfach so, das passiert. Naja, das kann man ja, dafür kannst du ja auch nichts. Das ist ja irgendwie, weiß man ja nicht, ob so ein Thema zieht oder nicht. Genau. Also nicht super genau. Ja, Sentinel, es gab ja jetzt auch noch dieses Jahr einen zweiten Sentinel-Start von Sentinel... AS-3? 3, ja, in ja, aber da waren wir nicht live vor Ort, weil da war das Live-Event im S-Tech in den Niederlanden. In den Niederlanden, okay. Genau, wo ist denn das? Es ist irgendwo an der Küste auf jeden Fall. aber ich glaube, der Lars vom Auf-Distanz-Podcast war da vor Ort. Okay, haben wir den Lars jetzt gerade Ich glaube, der podcastet da gerade im Sendegarten. Ah, verdammt, ja, stimmt. ja, also Sentinel läuft. Jo. Da haben wir auch ein sehr schönes Interview einmal mit Thomas Reiter gemacht, der ja Astronaut war und jetzt beratend tätig ist für die Astronautenausbildung der ESA. Jo. Und wir haben mit der Missionsmanagerin von Sentinel-2, also A und B, gesprochen, Bianca Hirsch.
Ja, die wenig Stimme hatte, aber immer noch sehr viel Sympathie und sehr viel zu sagen hatte. Sehr viel zu sagen hatte. Genau. Und ja. Genau, das war einfach sehr sympathisch und ich finde ja auch, also die ESA-Leute sind ja durch die Bank weg alle sehr sympathisch. Ja, sehr sympathisch und natürlich äußerst fachkompetent. Keine das, Frage. Das auf jeden Fall, das habe ich vorausgesetzt. Genau. Ja, es ist nur, mir ist gerade aufgefallen, sie ist eine Frau und ich habe sofort gesagt, sie ist sympathisch als Erste, als Allererstes. Ach, Mann! Ja. Nein, das ist ja, das sind, also... Also, bitte, ihr merkt schon, nehmt euch mich zum Beispiel und tut einfach das Gegenteil von dem, was ich tue und ihr macht alles richtig. Genau, tu, was ich sage, nicht, was ich mache. Dann hatten wir im März auch wieder so eine, so aus der Ecke, skurrile Ankündigung in der Raumfahrt. Die US-Regierung hatte kurzzeitig überlegt, ob man auf den allerersten Flug der Space Launch Systems Rakete gleich Menschen tut, was natürlich überhaupt tendenziell nicht, eine schlechte Idee wäre. Was überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass Elon Musk davor was angekündigt hat, nämlich Menschen um den Mond zu fliegen. Und was auch nichts damit zu tun hatte, dass diese SLS-Rakete ein einziges BER-Desaster ist und jetzt schon dreimal verschoben wurde und wahrscheinlich erst 2020 fliegen wird, obwohl die schon 2018 fliegen wird, sollte. Ich hatte jetzt eine Seite von 2014 gesehen, da hieß es noch 2017. Also, wenn man mal sehen, 2020 dann sein wird. Also diese ganze SLS-Geschichte hat uns auch dieses Jahr ein bisschen so begleitet. Wir haben nicht immer jede Meldung reingenommen, aber es kam immer wieder so Meldungen wie Ground-Control-Software ist nicht in Ordnung. Das ganze Projektmanagement muss überarbeitet werden, weil diese ganzen Timelines schon so hintereinander durch sind, dass man das nochmal komplett neu aussetzen muss und neue Timelines setzen muss. Ja, muss man auch sagen, da hat wohl die Obama-Regierung überoptimistisch agiert und gesagt, hey, wir kriegen das schon hin. Oder zumindest hat man versucht, das dann der nächsten Regierung in die Schuhe zu schieben, wenn es dann ja, nicht klappt. Ja, das muss man sagen. Also dieses ganze Problem, was die NASA hat, also Trump kann schon viel Scheiße bauen, aber so viel Scheiße dann auch nicht. Nee. Das ist auch Schuld der Obama und wahrscheinlich auch Bush-Regierung davor. Ja. Dass da einfach die Zeitsträhle, die einfach das ganze Zeitmanagement völlig überhastet war. Und es gibt da der Ars Technica Raumfahrtjournalist Eric Berger. Hat im Zuge der US-Wahl einen langen Artikel geschrieben über die Zukunft des Mars-Programms der NASA. Wo auch das SLS diskutiert wird. Der Artikel heißt Make Mars Great Again. Und das war, glaube ich, einer der besten Raumfahrtartikel, den ich 2016 gelesen habe, weil der wirklich einmal so ein Roundup war von allen wichtigen NASA-Themen und was es in der Zukunft da zu beachten gibt. Den werde ich auch nochmal verlinken, wenn man da eine Übersicht haben will. Der ist zwar schon über ein Jahr alt, aber der ist immer noch sehr, sehr gut und sehr übersichtlich. Okay. So, ähnlich skurril die Astronautin. Es hat sich eine, was war das, eine Fitnessgruppe, nein, die Chefin. Claudia Kessler ist Chefin einer Arbeitsvermittlungsagentur speziell für Raumfahrtjobs. Okay, und außerdem? Unternehmerin. Unternehmerin, die irgendwie eine Fitnesskette leitet, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat. Auf jeden Fall, also die Claudia Kessler ist Unternehmerin und die hat ein Projekt angeleiert, was die erste deutsche Astronautin ins All schicken soll. Denn man muss ja dazu sagen, Deutschland hat es schändlicherweise bisher nicht auf die Reihe gebracht, eine weibliche Astronautin ins All zu schicken, geschweige denn zu trainieren und auszubilden. Ja, übrigens auch keine männliche Astronautin. Ja, also es gab einfach noch keine Astronautin genau, ja. aus Deutschland. Es gab natürlich schon ESA-Astronautinnen, Samantha Cristoforetti zum Beispiel. Es gab auch NASA-Astronautinnen, die erste russische Astronautin natürlich. Genau, genau war ja die erste Frau im All, Valentina Tereshkova, Valentina 1963. Und man hat gesagt, okay, wenn das die ESA oder das DLR nicht auf die Beine kriegt, dann machen wir das einfach privatunternehmerisch. Was löblich ist. Aber eine der Kandidatinnen, die damals ausgewählt wurde, ist jetzt schon abgesprungen und so zwischen den Zeilen kann man merken, na, sie ist wohl doch sehr unzufrieden gewesen von dem ganzen Astronautentrainingsprogramm. Genau, warte ich schon mal kurz nach, wer das ist. Genau, es gab Nicola Baumann, die ich glaube, die war, ist Kampfpilotin bei der Bundeswehr. Und dann noch als zweite Astronautin Insa Thiele Eich, die ist Meteorologin, kommt sogar ganz aus meiner Nähe, ich glaube, die kommt aus Reutlingen oder Rottenburg, irgendwas mit R, also auf jeden Fall kommt sie aus meiner Nähe.
Und wir haben das schon jetzt in den letzten Jahr öfters kritisiert. Wir haben uns ja auch schon mit Remco Timmermans unterhalten drüber. Ja. Und ich würde sagen, also wir wollen das jetzt gar nicht so klingen lassen, als wären wir skeptisch, dass diese beiden Frauen irgendwie nicht qualifiziert werden dafür. Nein, also, das nicht. Das sind einfach Kandidatinnen, die auch beim ESA-Auswahl irgendwie weitergekommen wären. Ich habe auch keine Zweifel, dass die das Training überstanden hätten. Genau. Das ganz reguläre Training. Das Problem ist halt, dass bei diesen ESA-Auswahlverfahren sich so viele Menschen bewerben und da prozentual so wenige Frauen dabei sind, dass es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Frau als Finalistin am Ende steht, so einfach gering ist, dass da die Chancen sehr schwach sind. Man müsste da vielleicht schauen, dass man da vielleicht mal bei der Auswahl eine 50-prozentige Frauenquote einführt. Ja, irgend sowas. Und dann, wenigstens für ein paar Jahre, bis sich das eingespielt hat. Ja. Bis sich dann halt auch mehr Frauen bewerben, automatisch. Genau, ja. Und deswegen, ja, machen wir das jetzt privat versucht. Insa Thiele Eich ist ja immer noch dabei. Ja. Und es wird jetzt auch einen Ersatz für Nicola Baumann geben. Und dann werden wir schauen, 2020 behaupten sie, wollen sie zur ISS fliegen. Und werden wir mal schauen. Ich finde es ja noch ganz interessant, ein Funfact sozusagen, wo ich jetzt auch gar nicht Insa Thiele Eich darauf reduzieren will, aber ich finde es einfach interessant. Sie ist ja die Tochter von einem ESA-Astronauten. Ja, kann sein. Genau, das hatten wir auch besprochen in der Sendung. Und ich frage mich immer noch, ob es tatsächlich die erste Astronautin beziehungsweise die erste Raumfahrtdynastie, deswegen hatten wir genau, das. Genau, also ich kenne keinen anderen Fall, wo es Raumfahrerinnen oder Raumfahrer gäbe, deren Eltern auch schon Raumfahrerinnen oder Raumfahrer wären. Okay. Ich hatte bloß nochmal in der Rückschau die Titel durchgesehen und ich hatte überlegt, Mensch, woher kommt das? Und ja, klar. Ja, die Zeit, sie rennt davon. Oh Gott. Ja. Aber wir haben noch 50 Minuten, wir haben anderthalb Stunden. Ja, ich weiß, wir haben aber 50 Minuten und wir sind erst im März und wir sind noch nicht durch. SpaceX hat die erste wiederverwendbare Raketenstufe gestartet. Erfolgreich und hat das jetzt im ganzen Jahr durchgezogen. Insgesamt, es hieß 6 Stück, aber es sind jetzt doch nur 4 geworden, weil 2 davon kleben rechts und links an der Falcon Heavy, die jetzt erfolgreich aufgerichtet wurde. Genau, hatten wir schon vorher drüber gesprochen. Gut, Punkt, SpaceX-Blog, fertig. Genau. Für März. Dann haben wir auch ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Firefly Systems wurde im März aufgelöst und zu Geld gemacht. War ja eine Firma, die dann... Ist pleite gegangen, genau, hat Insolvenz angemeldet. Ja, nee, weil sich ein Großinvestor verabschiedet hat und dann mussten sie, glaube ich, ihr komplettes Personal erstmal entlassen und hatten dann gehofft, dass sie sich dadurch noch ein bisschen fangen, aber dann hieß es ja okay. Und dann war noch kurz die Rede, dass irgendwie so ein ukrainischer Großinvestor einspringt. Der hat auch. Ah, okay, aber der hat die nicht weitergeführt. Doch, soweit ich weiß schon. Aber jetzt wurde es ja versteigert. Auf jeden Fall, Firefly Systems ist tot. Ich hatte so mitbekommen, wie die Firma existiert noch, wird weiter betrieben. Ich war mir, wenn es sein muss, habe ich in meinem letzten Artikel Mist geschrieben. Also ich habe jetzt so auch nichts mehr von denen gehört. Ja. Okay. Also ich erwarte da auch nicht mehr viel. Viel erwarten tue ich auch nicht, aber es ärgert mich gerade. Okay, da muss ich nochmal nachschauen. Ich bin nicht allwissend, ich missverstehe manchmal auch Dinge. Passiert, ne? Ja, also Firefly Systems wurde versteigert an einen ukrainischen Investor. Was der damit macht, wissen wir jetzt nicht, ob er die nochmal so aufzieht, aber es ist jetzt halt nicht mehr so ein fesches Startup, sondern irgendwie so ein Subunternehmen. Es wurde versteigert und jetzt hat er das. Ja, aber was macht er damit? Das ist die große Frage halt. Soweit ich weiß, die sind wieder dabei, Leute einzustellen. Ach okay, gut, dann war ich da fehlinformiert. Ja. Aber eine Firma, die es nicht mehr gibt, ist X-Core. Stimmt. Das ist später. Was es auch nicht mehr gibt, ist Streik im Französisch-Guayana. Genau, das war ja unser großes Frühjahrsthema. Das ging ja über 2 Monate, vom Februar bis in den Mai sogar, glaube ich. Ja, also oder es war halt, es ging bis zur Wahl in Frankreich, bis zur Präsidentschaftswahl und dann verschwand das sofort, weil der hat einfach bloß gesagt, ja, okay,
ihr habt vollkommen recht, wir haben da Scheiße gebaut. Und ja. Aber wir müssen nochmal aufhören. Also es war so, dass die Transportcrew, die Raketenteile in den Hangar transportiert, wo dann die Rakete aufgebaut wird. Also die Ariane 5 ist ja noch hat ja noch vertikale Integration, also wird ja von unten nach oben aufgebaut. Und dann werden quasi mit LKWs die ganzen Einzelteile dorthin gefahren. Und diese Crew hat angefangen zu streiken. Ja, weil es eine eigene Firma ist und das kann. Ja. Das ist etwas, das SpaceX so leicht nicht passiert, weil das ist halt eine schöne vertikale Integration. Da ist alles in einer Firma da hat man solche Probleme nicht. ist natürlich eine der Firmen, die politisch sehr viel Macht haben da unten, weil die Raumfahrt ist in Französisch-Guayana einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Und das hat sich dann von dort ausgehend wirklich zum Generalstreik auf das ganze Land ausgeweitet. Und wir hatten ja auch ein Interview geführt mit einem Schweizer, mit Lorenz, der damals dort... Der Schweizer? Ja, Schweizer. Okay. Schweizer Mathematiker, glaube ich. Der damals dort unterwegs war. Genau, der wollte sich nämlich, glaube ich, mit seinem Eigentlich wollte er sich den Raketenstart anschauen. Das kann man ja machen, man kann ja da Urlaub machen, ist ja Südamerika, ist ja auch so von der Gegend her ganz schön. Und wenn man das richtig teilt, kann man halt einen Raketenstart sehen. Und dann wurde der halt abgesagt und war dann auch monatelang kein Start aus Kuchen. Ja, ich meine, er ist ja dann irgendwie so schnell wie es geht erstmal ins nahegelegene Suriname. Und von dort aus noch weiter, damit er seinen Flug überhaupt noch erwischt. Ja. Weil nicht abzusehen war, ob man überhaupt noch aus diesem Land rauskommt. Genau, Flughafen war zu. Ja. Und also das war so richtiger politischer Streik, Generalstreik, wie sich das halt so gehört, wenn in einem Land sehr viel schief geht. Glücklicherweise, und ich hoffe, es ist wirklich, man müsste nochmal nachschauen und nachfragen, ob man nochmal jemanden findet, der aktuellen Kontakt nach Französisch-Guayana hat, ist es dort besser geworden. Genau, man muss auch ein bisschen erklären, warum sie gestreikt haben. Es ging darum, dass ein Krankenhaus privatisiert werden soll. Ja, dass die Schulen unterfinanziert sind, es gibt jede Menge Probleme, darf das nicht vergessen, also das ist Europäische Union, das ist französisches Staatsgebiet, genau. Aber die Lebensverhältnisse entsprechen halt nicht den Lebensverhältnissen von dem europäischen Frankreich. Dafür aber die Preise, genau. Die sind teilweise noch höher als in Europa. Und weil da alles importiert werden muss? Ja, weil alles importiert werden muss und alles so eingerichtet ist, dass praktisch alles aus Europa importiert wird. Sehr wenig Handel mit den eigentlich direkten Anliegern stattfindet. Was natürlich auch ein Problem mit der EU ist, weil wenn dann irgendwas billig nach Französisch-Guayana reinkommt, dann kann man das dort einfach auf ein Schiff packen, nach Europa bringen und bezahlt keinen Zoll. Ja. Ja. Das waren einfach schwierige Lebensverhältnisse dort. Also genau. So schnell ändert sich da nichts, aber die Frage ist halt, wie viel hat sich da verbessert? Da müsste man tatsächlich mal jemanden finden, der nach dort unten hin Kontakt hat und sich nicht nur mit den üblichen Verdächtigen aufhält. Ja, genau. Gehen wir mal weiter. April haben wir jetzt nicht stehen, aber Mai, Start der Elektronrakete. Genau, Rocket Lab, USA. Rocket Lab ist ja eine neuseeländische Firma, war die erste Firma, die von Neuseeland aus eine Rakete gestartet, in den Weltraum gestartet hat, schon im Jahr 2009. Hatte irgendeinen Maori-Namen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Also die konnten das und haben dann sich irgendwann mal beworben in den USA, weil die Navy ausgeschrieben hat, die Entwicklung, ich glaube, eines Triebwerks für eine Rakete, die schnell kleine Raketen starten kann. Und hatten das gemacht, haben dadurch Geld gekriegt, haben dadurch wahrscheinlich auch ihren Firmensitz in die USA verlegt, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit in Neuseeland die Arbeit gemacht haben. Und dann hatten sie halt die Pläne für dieses Triebwerk mehr oder weniger in der Schublade rumliegen. Und dann hat es noch eine Weile gedauert und irgendwann haben sie einen Investor gefunden, der halt das Geld hatte, um daraus mal eine echte Rakete zu bauen. Und die ist im Mai geflogen.
wie sich rausstellt, ist der Flug erfolgreicher gewesen, als den Eindruck machte. Das große Problem war, dass die Rakete den Kontakt zur Bodenkontrolle verloren hat und dann irgendwann gesprengt wurde, weil kein Kontakt mehr da. Das Problem war eigentlich irgendwie von Drittanbietern, die halt die Bodenkontrolle hatten, betrieben haben, dass die da irgendwo Mist gebaut hatten. Ja. Was war mal weiter? Genau. Oh, Juni. Oh, das war unser persönliches Verdun. Nenn ja. es mal. Nein, also es war so, dass es kurzzeitig hat ein Forscher behauptet, er hätte die Quelle des Wow-Signals entschlüsselt. Das Wow-Signal ist ja ein Signal, was Ende der 70er von Arecibo empfangen wurde. Ja. Und das sieht halt durch die Signalfrequenz und es hat die Signalfrequenz von Wasserstoff. Genau. Und man geht davon aus, dass... Von angeregtem Wasserstoff. Genau. Es könnte sein, dass es Aliens sein könnten. Und deswegen hat jemand Wow daneben geschrieben auf das Papier von dem Ausdruck. Deswegen nennt sich das Wow-Signal. Genau. Und jetzt hat ein Forscher... Sehr schöner Ausdruck, weil man damals noch keine Graphen richtig machen konnte. Genau, stattdessen hat man... Zahlenreihen. Man hat Zahlen hingeschrieben mit so einem Telegraphendingens, so ein Telex-Maschine oder sowas. Und hat dann halt der Signalstärke so Zahlen von 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter zugeordnet. Und irgendwann ging der dann die Zahlen aus und dann hat sie mit Buchstaben weitergemacht. Und dann erschienen Buchstaben und zwar nicht nur einer, sondern gleich eine ganze Reihe. So heißen, das Signal hielt ein bisschen an und es war sehr, sehr stark. Und dann hat er halt da einen Wow daneben. Genau, und es gibt jetzt einen Forscher, der nennt sich Anthony Paris. Der wollte mal ein Radioteleskop crowdfunden. Und hat das anscheinend auch geschafft und hat jetzt, ich weiß nicht, ob mit dem oder mit anderen eine Beobachtung gemacht und hat behauptet, dass dieses Signal von einem Kometen kam, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Ort befunden hat. Ja. Aber das wurde dann sehr schnell... Da war ich etwas voreilig. Genau, waren wir beide voreilig und das wurde dann sehr schnell debunked. Wir hatten dann auch ein sehr schönes Gespräch mit Karl Urban, der uns das nochmal genau erklärt hat. Erstens, Anthony Paris ist kein Radioastronom. Ja. Der hat eigentlich nicht die Expertise für sowas. Das wurde auch in sehr fragwürdigen Journal veröffentlicht. XKCD hatte da einen sehr, sehr schönen Comic dazu, wo er irgendwie meinte, The National Journal of Proceedings. Also das, auch zu Deutsch, das nationale Magazin für generische Essays. Ja, so Das ist eine wirklich sehr vertrauenswürdige Quelle. Ja, ja. Also es war sehr fragwürdig und man ist sich jetzt auch, man ist auch der Meinung, dass es nicht der Grund für das Wow-Signal war und das Wow-Signal bleibt weiterhin entschlüsselt. Jo. Ihr persönliches Waterloo haben die Konstrukteure der Langen Marsch 5-Rakete erlebt. Machen wir jetzt hier schlechte Geschichtsvergleiche oder wie? Oh ja, aber sowas von. Ja. oh verdammt, das geht so weiter. Ja, mach du mal, ich überlege mir noch was. Ja, ja. Ja. Die Lange Marsch 5-Rakete ist ja die neue Schwerlastrakete der Chinesen. Verfolgt so grob das Konzept der Ariane 5-Rakete. In dem Sinne, dass sie halt Booster-Raketen hat, dass sie eine Kernstufe hat, die mit Wasserstoff betrieben ist und eine Oberstufe hat, die mit Wasserstoff betrieben ist. Und diese Kernstufe, also die mittlere, die Hauptstufe, die mit Wasserstoff betrieben ist, die hatte eine Fehlfunktion. Da hat wahrscheinlich in der Treibstoffpumpe oder sowas von einem der beiden Triebwerke versagt. Das hat man dann auch wunderbar sehen können im Livestream. Und damit hat sie den Orbit nicht erreichen können und ist abgestürzt. Genau. An Bord war irgendein ein Testsatellit, ein ziemlich großer, schwerer Testsatellit, der neue Technologien für China testen sollte, ohne dass da viel drauf eingegangen wurde. Zumindest habe ich das nicht mehr im Kopf. Technologie-TM. Genau, Technik. Technik, die begeistert. Genau. Und das ist ein großes Problem, weil diese Lange Marsch 5-Rakete sollte halt als nächstes Raumsonden zum Mond schicken. Und das kann die jetzt so schnell erstmal nicht mehr machen. Weil die muss erst wieder, die muss halt erstmal der Fehler gefunden, ausgemerzt und das Ding neu getestet und qualifiziert werden. Ja. Im August hatten die in India ihr persönliches, ihr persönliches Alesia.
Denn dort ist eine PSLV abgestürzt. Kannst du da was zu sagen? Ich habe das jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm. Ja, Polar Launch, die kleine Rakete aus Indien, Polar Satellite Launch Vehicle, so rum heißt das, hatte bis dahin nur einen einzigen Fehlstart und das war der allererste, der Jungfernflug 1994 oder so. Der ging schief und danach ging immer alles gut. Die gehörte wirklich zu einer der erfolgreichsten und zuverlässigsten Raketen überhaupt, was ich immer sehr erstaunlich finde für indische Verhältnisse. Und ja, jetzt hat es ausnahmsweise mal nicht geklappt, weil eine Nutzlastverkleidung sich nicht geöffnet hat. Und wenn sich die Nutzlastverkleidung nicht öffnet, da war ein Navigationssatellit, der IRNSS-H-Satellit, glaube ich, also irgendwie der achte Satellit, glaube ich, Dings, der, wie wir uns erinnern, auch so eine Atomuhr hatte, die gleiche Bauart wie wie beim Galileo-Satellit. Und von denen sind halt auch einige ausgefallen und der sollte eins davon ersetzen. Das hat er nicht getan, weil er hat den Orbit nicht erreicht. Und die Nutzlastverkleidung hat sich nicht geöffnet. So heißt es, gab dann Videos, wie dieser Satellit freigesetzt wurde, aber leider im Inneren der Nutzlastverkleidung und dann doch sehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfähigkeit da drin war. Ja, sehr schade. Ja. September wird wieder voll, da müssen wir schnell durch, weil wir haben nur noch 30 Minuten. Ihr persönliches Eden des März hatte die Cassini-Mission. Mit 44 Messerstichen wurde sie, sie ist ganz geplant zu Ende gegangen, nach einer langen Missionsdauer. Cassini flog ja um den Saturn seit einer Ewigkeit. 97 wurde die gestartet, glaube ich. Genau, 97 wurde sie gestartet, 2004 kam sie am Saturn an und hatte jetzt 13 Jahre Missionsdauer und wurde jetzt geplant in den Saturn reingesteuert. Ja, ihren persönlichen, und mir fällt gerade kein guter historischer... Ach, du warst schon fertig. Willst du nicht was zu Cassini sagen? Ich habe nicht viel zu sagen, außer dass ich mich halt daran erinnern kann, dass wie Huygens damals auf Titan gelandet ist. Da war ich in Jena dabei. Das war zu meiner Jena-Zeit, als ich damals Physik studiert hatte. Und da gibt es direkt neben der Universitätssternwarte ein Theater und eine Theaterkneipe. Und in der Theaterkneipe wurde dann halt gestreamt. Das war zu der damaligen Zeit halt noch alles, 2005 war alles sehr merkwürdige Technik. Wir hatten ja nichts, ja. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie dann die ersten Bilder kamen und so. Ja, das war toll. Ja, okay, jetzt hast du was für die NASA? Mir ist nichts eingefallen, irgendeine politische Witzfigur. Also die NASA, Donald Trump, also es ist ja so, dass mit dem Wechsel des Präsidenten auch alle hohen Ämter automatisch enden. Ja, also man kann halt so eben ihrem persönlichen Nero, genau, nehmen wir den Nero, hat die NASA gefunden und... Weil er alles niederbrennen wird oder was? Also es ist ja so, dass einmal das ganze Personal ausgewechselt wird, wenn der Präsident auch wechselt. Genau. Und es muss jetzt ein neuer NASA-Administrator gefunden werden. Und Donald Trump hat dann im September einen Mann namens Bridenstine vorgeschlagen. Jim Bridenstine, der ist US-Senator oder ja, irgend sowas. Auf jeden Fall er ist im Repräsentantenhaus. Er ist ja Mitglied des Subcommittee für Luft- und Raumfahrt. Ja, und hat in dieser Funktion schon mal einen Gesetzesvorschlag eingebracht, den... Oh, verdammt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Space Renaissance Act meinst du? Space Renaissance Act, genau. Und von dem konnte man praktisch schon absehen, in welche Richtung das gehen wird. Und tatsächlich ist es dazu auch gekommen. Also wie wir vorhin schon angesprochen haben, der aktuell letzte lebende Mensch, der mal auf dem Mond war, hat ja zusammen mit Donald Trump dann vorgestellt, wie die neue Directive One der NASA lautet, die ja im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass es schnellstmöglich auf dem Mars und auf dem Mond gelandet werden soll.
Nee, erstmal auf dem Mond und dann weiter and beyond. Ja, genau. Genau, der Branson, der wurde auch ziemlich lange gehandelt. Also der war schon relativ früh im Gespräch. Ja. Und es war ganz lange ein Favorit. Also es war jetzt keine Überraschung, dass er gewählt wurde. Ich glaube, eingeschworen ins Amt wurde er noch nicht. Aber das genau, er hat jetzt gerade seine Confirmations Hearings. Also er muss ja dann vor dem Senat Rede und Antwort stehen. Jo. Aber man geht davon aus, dass er bestätigt wird im Amt. Und dann wird der NASA-Administrator. Ja, und jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, um uns über den Internationalen Astronautischen Kongress, der, kurzer Ausblick, nächstes Jahr in Bremen stattfindet und da werden wir dabei sein. Und dann den Oktober. Machen wir den Oktober zuerst mit der ganzen Astronomie? Genau, da haben wir Zwergplanet mit Ringen. Zwergplanet mit Ring. Ja, man hat einen Zwergplanet mit einem Ring gefunden. Juhu. Das war das ganze Thema. Nein. So ungefähr. Ja, man hat einen Zwergplaneten halt beobachtet. Und ab und zu ziehen die ja auch mal vor Sternen entlang, die gerade die passende Helligkeit haben, dass man ja, dass sie halt praktisch verdunkelt werden, aber so, dass man die noch gut beobachten kann. Und dann kann man eine Lichtkurve aufnehmen und schauen, ja, wie groß ist eigentlich dieser Planet genau, dieser Planetoid, was für eine Form hat der. Und man kann gucken, ob da, ja, ob da davor und danach vielleicht nochmal was verdunkelt wird, ob da irgendwelche Monde sind oder sonst irgendwas. In dem Fall hat man halt einen Ring gefunden. Ja, war, glaube ich, nicht der allererste. Man hat, glaube ich, schon mal einen Asteroiden mit Ring gefunden, aber ich kann mich nicht mehr hundertprozentig genau daran erinnern. War jedenfalls eine schöne Entdeckung. Ja, dann haben wir den ersten interstellaren Asteroiden beobachtet. Wir wissen ja nicht, ob er schon mal... Der wurde im Oktober beobachtet, ja. Bekannt wurde es dann etwas später. Ja, mit einem hawaiianischen Namen mit vielen Vokalen und wenigen Konsonanten. Die hawaiianische Konsonant... Oumuamua. Genau, irgendwie der erste... Der irgendwie sowas. Der erste Bote. Der erste Bote, genau. Ja, es ist der erste Asteroid, der uns bekannt ist, der von außerhalb des Sonnensystems kam und aus unserem Sonnensystem auch wieder abhauen wird, und zwar mit 22 Kilometern pro Sekunde. Schnell halt. Es ist nicht der erste uns bekannte interstellare Asteroid, weil es wurde, ich glaube, 1980 schon mal ein Asteroid beobachtet. Der wurde gefunden und man hat dann festgestellt, aha, der kommt so aus der Nähe des Jupiters. Wurde aber vom Jupiter aus seiner Bahn gebracht und so sehr, dass er halt schnell genug wurde, um aus unserem Sonnensystem rauszukommen. So heißen, wir wissen, dass es einen Asteroiden gibt, der in unserem Sonnensystem sozusagen groß geworden ist und abgehauen ist. Ja, genau. Ja, ein Sonnensystemsflüchtling. Da auch, dem hat es hier nicht mehr gefallen, der haut jetzt ab. Ja, da auch wieder diese Geschichte mit, man hat da drei Radarpixel und zeichnet dann wieder wie wild irgendwelche Figuren aufs genau. Papier. Also es gab dann auch schon Rendergrafiken von diesem Asteroiden, wo dann die Leute meinten, dass er, so sieht er jetzt aus. Und natürlich, habe ich gesagt, hier Raumschiff mit kaputtem Antrieb und sonst was, ist natürlich alles Schwachsinn. Trotzdem, es gab da mal ein Science-Fiction-Klassiker namens Encounter with Rama und ich habe das nie gelesen, aber da geht es wohl um genau sowas. Ja, dann haben wir noch aus dem Feld der Gravitationswellen. Genau, da hat man die erste Kollision von zwei Neutronensternen beobachtet. Ja, sogar, also man hat quasi die Gravitationswelle entdeckt und hat dann genügend Zeit gehabt, um noch andere Teleskope auf diesen Fleck im Himmel zu richten und konnte dann auch noch die Nachwirkungen, sozusagen das Nachleuchten dieser Kollision sehen. Man hatte vor allen Dingen genügend Präzision genau, gehabt, festzustellen, woher diese Gravitationswellen kamen. Denn in Italien gibt es ja noch das Virgo-Teleskop, das Gravitationswellen-Teleskop-Dingens. Das war kein Teleskop. Das ist ein Messer. Sensor. Es ist ein Sensor. Ich nenne es jetzt Teleskop, weil es beobachtet ja irgendwas da draußen. So, Punkt. Ja, okay. Jedenfalls, ist mir egal. Jedenfalls, das hat gereicht, um rauszufinden, okay, wo ist es ungefähr? Und dann konnte man feststellen, wo ist da ein Stern erschienen und konnte dann den besser messen und konnte Lichtkurven aufzeichnen und rausfinden, zumindest die Theorien überprüfen,
was passiert, wenn zwei Neutronensternen miteinander kollidieren. Was ziemlich wichtig ist, weil dabei eine ganze Menge Elemente entstehen, die relativ schwer sind. Also bis hoch zu Uran zum Beispiel oder halt Blei, Nickel, der ganze Kram halt. Alles, was jenseits von Eisen ist. Wobei mir gerade einfällt, Nickel ist kommt gerade vor Eisen. Ja, gut. Entweder haben wir gerade vor oder gerade danach, aber das ist noch konventionell erreicht. Da haben wir den astronomischen Oktober abgeschossen. Wollen wir noch den November kurz reinnehmen? Wir noch den astronomischen November. Das Sternsystem Ross 128 ist der Stern Ross 128 ist der, ich glaube, 13. nächste Stern an unserer Sonne. Also ziemlich nah, so sechs Lichtjahre entfernt, glaube ich. Oder nee, stopp. Ich glaube, irgendwie so 10 oder 11. Stammt von einem der früheren Kataloge von Sternen, die hohe Eigenbewegung am Himmel haben. Was ja darauf hindeutet, dass die ziemlich nahe sind. Und bei dem hat man Planeten gefunden. Yay. Und zwar 8 Stück. Yay. Und die große Frage ist jetzt, wann wird das erste Sonnensystem gefunden, das 9 Planeten hat? Weil unseres hat ja auch nicht 9, könnte aber noch einen 9. haben. Und jetzt ist die große Frage, wird der 9. Planet zuerst bei uns in unserem Sonnensystem gefunden oder irgendwo da draußen? Und ich fürchte aber, die Chancen sind irgendwo da draußen deutlich höher, weil da draußen ist jede Menge Scheiß, der rumfliegt. Ja. Gut, jetzt, der dicke September. Der dicke September. Mit dem IAC. Den IAC. Adelaide, Australia. In Adelaide, Australia. Ja, am anderen Ende der Welt, deswegen waren wir da nicht. Da gab es viele Ankündigungen. Manche größer als zuvor, manche kleiner als zuvor, viele kleiner als zuvor. Zum Beispiel die Pläne von SpaceX auf dem Mars zu landen, die deutlich kleiner wurden. Auch die Raketen wurden deutlich kleiner. Nur noch halb so groß wie im letzten Jahr. Ich habe dazu eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Naja, es war ja noch die Geschichte, dass Elon Musk kurzzeitig meinte, man könnte mit Raketen auf der Erde rumreisen. Ach, die Geschichte, die habe ich verdrängt. Ja, das reden wir nicht mehr darüber. Dann gab es ja auch noch von der NASA eine Ankündigung, dass man mit Roskosmos beim Bau des Deep Space Gateways kooperieren will. Aber was dann gar nicht so groß war, wie es vorangekündigt wurde. Es war dann nur eine Vereinbarung, dass man gemeinsam erforschen will, wie man das Deep Space Gateway bauen könnte, ja, aber nicht mehr. Aber es ist ziemlich klar geworden, dass man das bauen will. Genau. Ob man das jetzt mit Roskosmos macht oder nicht, ist eine zweite Frage, aber ich denke, die Möglichkeit existiert. Die Russen haben auch schon die passenden Module mehr oder weniger rumliegen, glaube ich, mindestens also eins. Das ist für mich so die interessanteste Entwicklung von 2017, dass sich jetzt dieses Jahr so herauskristallisiert hat, man will, dass dieses Deep Space Gateway bauen. Das wird ja der Nachfolger der ISS, wenn die ISS dann in den 2020ern ausgeschaltet wird. Das wird in ein oder anderen Form so realisiert werden. Das ist eine translunare Raumstation, ja, in Mondnähe. Und im Wesentlichen deshalb, weil's der politisch perfekte Kompromiss ist. Genau, man kann, wenn man will, mit etwas mehr Aufwand als opportun auf dem Mond landen. Genau. Man kann von dort aus, man kann dort auch Deep Space Missionen trainieren, also lange Aufenthalte, ja, im Raum, wo man nicht sofort wieder zurück zur Erde fliegen und kann bei der ISS. Genau. Und man kann das Gesicht wahren und, genau, sagen, das ist eine völlig neue Leistung, das ist besser als alles, was wir jemals zuvor gemacht haben. Es ist zwar auch bloß wieder eine Raumstation, aber sie kreist hinterm Mond. Genau. Es ist weiter weg von der Erde als alles, was es bis dahin gegeben hat. Ja, genau. Und wir tun was, um auf dem Mond zu landen. Wir tun was, um auf dem Mars zu landen. Ich glaube, das ist der perfekte Kompromiss, den man finden kann. Deswegen wird das höchstwahrscheinlich auch durchgeführt. Genau, die eierlegende Wollmilchsau, die man bauen kann, ohne großartig zusätzlichen technologischen Aufwand zu betreiben, außer dass man etwas größere Raketen braucht als zuvor. Also im Grunde eine ISS, die man ein bisschen weiter rausschubst. Genau. Genau, und dann hatten wir noch von Lockheed Martin eine, sagen wir mal, etwas weniger realistische Ankündigung. Ja, das Mars Base Camp, was praktisch, böse gesagt, ist es genau das Gleiche, nur halt nicht um den Mond, sondern um den Mars.
Und mit dem winzigen Problem, dass man 270 Tage braucht, um bis hinzufliegen und 300 Tage braucht, um zurückzufliegen und dann nochmal irgendwie 300 Tage Aufenthalt hat und das Ganze einfach wahnwitzig lang ist und man sich in der ganzen Zeit der Schwerelosigkeit befindet, weil auf dem Mars zu landen, das hat man nicht vor. Ja, genau. Das war es tatsächlich auch schon vom IRC. Über den Dezember haben wir auch geredet. Jetzt werde ich mal die Wikipedia-Seite Spaceflight 2018 aufrufen und wir werden mal so ein bisschen schauen, was nächstes Jahr so alles passieren wird. So ungefähr das erste, was dieses Jahr noch passieren wird, ist das Static Fire wahrscheinlich von der Falcon Heavy. Genau. Und dann wohl auch der Start, wie auch immer ja also ausgehen nicht möge. Jahr. Oh ja, was wir im Dezember vergessen haben, dass die lange unbekannte Payload der Falcon Heavy, der großes Streitpotenzial, wo wir kleinere Kriege auf Twitter verursacht haben und die Friedensverhandlungen ziehen sich weiterhin hin. Der Westfälische Frieden, um hier auf das Thema zurückzukommen. Willst du endlich mal sagen, was es ist? Es ist der Roadster von Elon Musk und zwar sein persönlicher. Genau. In, was für eine Farbe war das? Midnight Cherry. Der als Testnutzlaster oben drauf gesetzt wird. Während er Space Oddity von David Bowie spielt. Von David Bowie. Das wurde nochmal geklärt, weil es hätte ja auch die Hatfield-Version sein können von Commander Hatfield, der die auf der Internationalen Raumstation gespielt hat. Ich sage dazu einfach nur nochmal, die Ariane 1 Rakete flog bei ihrem ersten Flug vernünftigerweise mit einem zylinderförmigen Block aus Aluminium, der 1,4 Tonnen wog. Ich finde diesen Roadster deutlich spannender und er tut es genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, weil falls das Ding abstürzt, wird dieser Roadster in deutlich kleinere Teile zerfallen und deutlich ungefährlicher sein, als es dieser 1,4 Tonnen schwere Aluminiumblock jemals hätte sein können. Genau, und das Thema Autos auf Raketen ist auch nicht neu. Genau. Die Franzosen haben einmal aus Spaß einen Renault auf einer Diamantrakete montiert, aber dann nie gestartet. Ja. Das war 1975, das war so zu Zeiten von vor der Ariane-Rakete, aus der peinlichen Zwischenzeit nach der Europa-Rakete und vor der Ariane-Rakete, als es in Europa einfach keine Rakete gab, mit der man in den Weltraum hätte fliegen können, mit der man Satelliten in den Weltraum hätte starten können, wo dann die Franzosen gesagt haben, okay, wir bauen unseren eigenen Scheiß und haben die Diamantrakete gebaut und da kam dann dieser kleine Renault da oben drauf. Ja, genau. Und das wird auch wahrscheinlich so das Nächste sein, was im Januar dann passieren wird. Ja, und ich freue mich drauf. Es ist trotzdem etwas merkwürdig, weil die Falcon Heavy Rakete ist für das, was sie eigentlich im Wesentlichen tun soll, wofür sie auch verkauft wird, nämlich Satelliten mit bis zu 8 Tonnen zu starten, viel zu schade. Weil die Oberstufe einfach zu klein ist. Ja. Also im Prinzip könnte die Falcon Heavy sehr viel mehr, also in der wiederverwendbaren Form sehr viel mehr Nutzlast in den Orbit bringen, wenn sie einfach eine größere und schwerere Oberstufe mit mehr Sprit an Bord hätte. Aber das geht nicht aus dem schlichten Grund, dass die Falcon Heavy auch so schon viel zu lang ist und die zweite Stufe nicht breiter gebaut werden kann, weil die muss mit LKW über Straße von A nach B gebracht werden und kann nicht mehr als 3,66 Meter Durchmesser haben. Ja. Was ein Problem ist. Und du kannst das Ding auch nicht länger bauen, weil ja, das Ding ist sowieso schon etwas schwierig. Ich habe jetzt hier diese Webseite von mir und wir schauen uns mal die Deep Space. Obwohl, es kann ja sein, dass SpaceX den zentralen Booster der Falcon Heavy noch etwas stabiler baut und vielleicht die steif genug baut, um noch eine etwas längere Oberstufe draufbauen zu können. Vielleicht haben sie das auch getan, aber so viele Details weiß ich leider nicht. Jetzt wollen wir mal über Deep Space reden, weil da war dieses Jahr so ein bisschen Flaute bei dem Thema. Ja. Und nächstes Jahr erwarten uns da zwei interessante Ereignisse. Zum einen wird im Juli die Sonde Hayabusa 2 am Asteroiden Raigu ankommen. Wie heißt der? Raigu. R-Y-U-U-G-U.
GU. Ryugu. Ryugu, genau. Das ist ein japanischer Name, den sollte man, glaube ich, nicht Englisch aussprechen. Deswegen, ja. Deswegen fragte ich jetzt gerade nochmal. Genau, das wird im Juli passieren. Hayabusa 2 ist ja eine Sample Return Mission, die zweite, wie der Name schon genau, sagt. Genau, weil die erste nicht so ganz wirklich geklappt hat. Ja, genau. Und es ist auch noch eine zweite Sample Return Mission unterwegs, nämlich Osiris Rex von der NASA. Die Sonde ist unterwegs zum Asteroiden Bennu. Und wird dort auch Proben sammeln und soll dann, wenn alles gut läuft, zur Erde zurückkehren. Ich glaube, 2022 irgendwann soll dann die Sonde, die Probe landen. Was los? Ah ja, 600 Follower. gibt es noch andere, genau, hier Suborbital Flights, sehr interessant, im April eine Falcon 9 mit dem Dragon. Oh, haben wir die New Shepard erwähnt? Nee. Die jetzt wieder fliegt? Nee, das haben wir vergessen. Das haben wir vergessen, ne? Die fliegt wieder und ich glaube, die soll die ersten wahrscheinlich wirklich bemannten Flüge in diesem kommenden Jahr aufnehmen. Also, weil man macht jetzt die ersten Testflüge. Es kann sein, dass dann nochmal irgendwie ein Entwicklungsschritt dazukommt, bis die tatsächlich für Menschen gedacht sind. Aber im Wesentlichen ist sie jetzt fertig und muss noch qualifiziert werden. Sie hat jetzt schon richtig große Fenster. Sie ist geflogen mit einem Dummy namens nicht Mannequin Master, Skywalker. Mannequin Skywalker, genau. Es waren auch schon merkwürdige Experimente, die komisch gepiepst haben an Bord. Ja. Und also läuft. Beziehungsweise, nein, nicht läuft, fliegt und landet. Ja. Also wir haben im April einen In-Flight-Abort-Test vom Dragon 2 und 2018 irgendwann soll es auch noch einen Ascent-Abort von der Orion-Kapsel geben. Ja. Was ich ganz spannend finde... SpaceX erwartet 30 Flüge. Ja, in dem ganzen, was ich ganz spannend finde, ist, dass der Booster von der Orion-Rakete zum Abbruch eine Peacekeeper-Rakete ist. Yay! Eine ausgemusterte Atomrakete. A specific booster repurposed from LNG Peacekeeper missile is being developed for this mission. Ah, für den Ascent-Abort-Test. Genau. Ah, okay. Also man packt die Orion-Kapsel auf eine alte. Ja, an die Stelle einer Atombombe. Genau. Ja. Ah, es ist anscheinend auch das, genau. Dann, also der erste Flug des Jahres 2018. Ich glaube auch schon wie 2016 wird ein. Nee, das waren die Chinesen, die waren vorher dran. Also der erste Flug des Jahres 2018 wird ein Falcon 9 Full Thrust sein. Am 5. Januar zwischen 1 Uhr und 3 Uhr. Mit Summer. Genau. Worüber wir uns schon unterhalten haben, die Payload-Verkleidung hat man gefixt, wahrscheinlich so, dass sie von außen nicht mehr durchsichtig ist, was ja auch sonst nicht war, keine Ahnung. Genau, und was ist denn hier noch so interessant? Ja, ja. Ich hab's, kann ich genau, mal... Genau, Falcon Heavy irgendwann im Januar. Ja, Payload Tessarozza. Herrlich. Immer noch toll. Ja, wir müssen jetzt auch nicht über alle Raketen. Die Electron, die wurde verschoben. Die sollte ja eigentlich im Dezember fliegen. Ja. Und dann hieß es, ja, wir gönnen den Leuten noch den, die Weihnachten. Nach drei fehlgeschlagenen Flugversuchen. Nee, Moment, einer. Die Electron-Rakete hat erst einen. Ja, aber sie wollten diese zweite Rakete dreimal starten, haben es dreimal abgebrochen. Ja, stimmt, genau. Stimmt. Eigentlich wollte Rocket Labs ja dieses Jahr nicht nur noch einen Testflug machen, sondern auch noch einen richtigen Flug mit Moon Express, ne? Genau, also dieses ganze Google Lunar X Programm, das ist so gerade so ein bisschen am Absaufen. Stimmt, darüber haben wir uns auch noch, ja, weil es halt am Absaufen ist, es ist einfach nichts passiert. Es ist nichts passiert, außer dass die Deadline, die ja am 31. Dezember, also die frühere Deadline hieß, dass man am 31. Dezember 2012 gestartet sein muss. Aber noch nicht auf dem Mond gelandet sein, aber muss gestartet sein. Wir haben jetzt den 28. Dezember 2017 und es ist noch nichts passiert. Ja, übrigens auch nicht, ist es auch noch nicht allzu viel passiert in Berlin. Ich musste aber trotzdem nochmal hin, aber ich war ja Part-Time-Scientist. Ich war ja bei den Part-Time-Scientists am 1. April.
Am 1. Genau. April war ich da und habe mir so angeguckt, was die da, das war aber alles noch im Aufbau begriffen, also ich war nicht nochmal da, ich weiß nicht, was sich da entwickelt hat, aber damals gab es halt nur, ja, also Mockups und ferngesteuertes Spielzeug im Prinzip. Genau. Ja, und die Deadline geht, glaube ich, jetzt bis zum 31. März 2018. Und, aber die Part-Time-Scientists hatten sich ja schon damals abgemeldet von dem und machen das jetzt praktisch als privat gefundetes Unternehmen. Von Audi und Vodafone. Von Audi und Vodafone. Genau, da war auch nochmal auf die Frage auf Twitter, weil Audi und Vodafone machen damit schon natürlich fleißig Werbung, genau. Aber da ist auch noch nichts passiert. Nee, da ist noch nicht allzu viel passiert. Wie hieß der Kinofilm gleich? Alien, ha? Alien? Wo der Audi Rover war. Gab's da nicht? Ja, genau, der letzte Alien-Film hier, Covenant. Genau, Alien the Covenant. Da war dieser Rover, der von den Part-Time-Scientists dort auf dem Mond landen soll, rumfahren soll. Genau. Der war dort ein genau, und kleinerer die anderen, Darsteller. Also Moon Express fliegt mit der Electron und die Japaner und die Inder, die noch im Rennen sind, teilen sich ja eine PSLV. Ja, und dann sind noch ein paar Israelis irgendwie drin. Ich glaube, diese PSLV, ich glaube, die Inder haben massive Geldprobleme zurzeit. Ja, und kann sein. Die Japaner dann halt auch. Und dann gibt es noch Space EL, also die Israelis, die, glaube ich, mit einer Falcon 9 fliegen wollen. Ja. Und das ist auch noch in den Sternen sozusagen. Jo, hey, wir haben noch 10 Minuten und wir sind tatsächlich durch. Es ist Wahnsinn. Ja, da also bleibt uns so. Also im nächsten Jahr, es erwartet uns auf jeden Fall einiges. Genau. Auch einiges an Nachlese. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, wir bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern für das Jahr 2017. Genau. Wir winken mal ganz kurz hinten an den Tisch, unseren einen Hörer. Genau. Nein, Moment, wir haben zwei Hörer, nämlich einer, der hier bedient. Hallo! Genau. Aber wir bedanken uns. Der jetzt gerade in den Genuss des Lass mich doch mal ausreden. Ja, sorry. Auch im Jahr 2018 würde ich gerne ausreden. Und im Jahr 2017 auch. Wir bedanken uns bei allen Hörern und Hörern, die uns dieses Jahr begleitet haben. Natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns dieses Jahr finanziell unterstützt haben, die uns Reisen ermöglicht haben, die uns Sticker ermöglicht haben, die uns einfach bei unserem Projekt unterstützt haben und hoffen natürlich, dass auch im Jahr 2018 Leute den einen oder anderen Euro übrig haben, uns zu unterstützen. Wir bedanken uns auch bei allen Leuten, die kommentieren und uns immer fleißig Korrekturen schreiben. Und bei allen Leuten, die uns hier auf dem Kongress einfach mal so aufploppen und sagen, hey, hier bin ich. Und vielen, vielen Dank dafür. Genau, ich habe mich jetzt gerade eben sehr nett mit dem Nippler unterhalten. Genau. Wir durchbrechen hier wieder die vierte Wand. Der auch nochmal immer ein sehr interessanter Gesprächspartner ist, der ja auch einen sehr schönen CAE zum Thema Satellitentelefonie gemacht hat, den man sich sehr schön anhören kann. Und bedanken wir uns einfach bei allen Leuten, die uns so auf die eine oder andere Weise unterstützt haben und einfach bei Leuten, die diesen Mist, den wir hier verzapfen, anhören. Ja, für euch machen wir das. Genau. Und bloß gut, dass es euch gibt. Genau. Ansonsten würden wir das hier nicht tun. Genau. Und sagen wir mal, wir beenden jetzt diese Sendung an dieser Stelle. Wir hören uns im Jahr 2018 wieder und dann geht es frisch, fromm und fröhlich und frei weiter. Was wir sicherlich auch noch machen, ich habe hier, wie gesagt, einen Talk schon gehalten. Ob ich den zweiten noch halte, ist noch nicht hundertprozentig in Sack und Tüten, weil ich habe morgen einen sehr stressigen Tag und das ist so die eine Position, die ich eventuell einfach fahren lasse. Aber mindestens den Talk über Nuclear Power in Space, den könnt ihr euch dann anhören. Hatten wir schon gehabt. Kann man sich auch anschauen. Kann man sich auch anschauen. Wird entsprechend verlinkt. Ich habe ihn schon auf YouTube hochgeladen. Kann sein, dass sich der Link irgendwann nochmal ändert. Hatte ich alles schon gesagt. Fällt mir ein. Genau, ich werde morgen auch nochmal einen Talk über eine Einführung in Newspace halten. Das wird auch dann entsprechend verlinkt, wenn das alles erschienen ist. Und wir bedanken uns und sagen auf Wiedersehen und kommt gut ins neue Jahr. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Kommt gut ins neue Jahr. Genau. Tschüss. Ciao.